Menschen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! In der Deutschen Welle rumort es gewaltig. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verunsichert und bangen um ihren Job. Erst Montag waren 600 von ihnen auf der Straße. Seit Monaten sorgen die Umstrukturierungen in der Deutschen Welle für Kritik, und wir finden völlig zu Recht. Der Plan aus der Deutschen Welle, vor allem einen Breaking News-fähigen englischsprachigen Fernsehnachrichtenkanal zu machen, ist ja mehr so 1990 als 2014. Und es holt schon gar nicht das Beste aus der Deutschen Welle heraus. Ein englischer Nachrichtensender als Flaggschiff wendet sich gegen alles, was die Deutsche Welle im internationalen Medienmarkt einzigartig, konkurrenzfähig und schlagfertig macht, nämlich ihre regionalen Kompetenzen, ihre Glaubwürdigkeit als Informationsanbieter, gerade in unfreien Medienmärkten, ihre fundierten Hintergrundberichte und vor allen Dingen ihre Vielsprachigkeit. Und das alles sind Funde, mit denen die Deutsche Welle wuchern kann. Dem Gespenst der inhaltsleeren Umstrukturierung müssen wir daher Einhalt gebieten. Und ich erkläre Ihnen auch, warum die Pläne inhaltsleer sind. Es geht nämlich nicht darum, das bestmögliche Programm zu machen. Es geht einzig und allein um Reichweite, die heilige Kuh der Fernsehreligion. Damit habe ich ein Problem. Sie tun so, als bedeute Englisch automatisch mehr Reichweite. Das ist aber nur theoretisch so. In der Theorie ist es auch so, dass Sie, Herr Dörmann oder Herr Wanderwitz, noch eine Karriere als Diskuswerfer vor sich haben. In der Praxis haben Sie aber vielleicht andere Stärken. Mit der Deutschen Welle verhält es sich nämlich genauso. Sie ist personell, journalistisch und strukturell nicht dafür ausgestattet, ein englisches Flaggschiff zu sein. Und sie hat mit der BBC einen übermächtigen Tanker vor sich, der überall schon da ist, wo die Deutsche Welle erst noch hin will. Frau Kollegin Rösler, gestatten Sie eine Zwischenfrage oder Zwischenbemerkung des Kollegen Dörmann? Aber gerne. Bitte schön. Genau. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Vielen Dank, liebe Tabea Rösner. Sie haben ja gerade die Reichweite angesprochen. Ich habe ja vorhin schon darauf hingewiesen, dass wenn die Deutsche Welle ihren gesetzlichen Auftrag erfüllen soll, nämlich unsere Werte in die Welt zu bringen, natürlich die Reichweite auch eine Rolle spielt. Übrigens auch darin oder dadurch, dass man ja konkurriert mit anderen Sendern auf knappen Plätzen Fuß zu fassen, beispielsweise bei TV-Kabelkanälen. Aber ich habe Ihren Antrag auch sehr ausführlich gelesen und sorgfältig. Und in Ihrem Antrag kritisieren Sie ja ausdrücklich den aussichtslosen Konkurrenzkampf gegenüber der BBC. Sie haben es gerade angesprochen. Da denke ich mal, ob Sie da nicht ein bisschen zu wenig optimistisch sind, den Mitarbeitern etwas zuzutrauen, die ja sehr erfolgreich sind. Vor allem aber verwickeln Sie sich in Ihrem eigenen Antrag in einen Widerspruch. Denn, ich zitiere jetzt mal Ihren Antrag, Sie fordern ja ein Deutsche Welle-Gesetz, das in § 4 geändert werden soll. Und darin soll festgeschrieben werden, es muss das Ziel der Deutschen Welle sein, die Nummer 1 der unabhängigen Informationsanbieter in unfreien Märkten zu sein. Da stellt sich natürlich die Frage, weil Sie gerade die Reichweite als Messlatte hier nicht gelten lassen wollen, ob das nicht ein Widerspruch ist, ob die BBC beispielsweise für Sie jetzt zu den unfreien Sendern gehört. Das wäre auch interessant. Und am Ende, wenn Sie sagen, es muss sogar gesetzlich zu einer Verpflichtung werden, die Nummer 1 zu werden, woran messen Sie das? Und machen Sie dann am Ende sogar noch ein Fass auf, indem Sie sagen, wenn das konsequent weitergedacht wird, dann müssten wir ja auf die Programme setzen, die eine besonders hohe Reichweite haben. Und da habe ich schon angedeutet, das Erfolgreichste ist gerade das Englische mit 30 Millionen, während das Deutsche 250.000 hat. Ich will ausdrücklich das Deutsche hochhalten. Kollege Dörmann, das sollte jetzt aber jetzt nicht die Widersprüche könnte ich noch ausführen, ob Sie das nicht genauso sehen. Ja, so kann man seine Redezeit natürlich deutlich verlängern, wenn man das noch nicht sagen konnte, was man eigentlich sagen wollte. Aber die Reichweite in der Tat ist ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, dass die Reichweite in den Regionalmärkten die relevante ist. Schwierig zu messen ist es überall. Und ich weiß auch nicht genau, wie es weltweit gemessen werden soll. Aber die Reichweite in den Regionalmärkten ist das Relevante. Und da, glaube ich, ist es wichtig, Platz 1 zu belegen und nicht unbedingt in Konkurrenz mit der BBC. Vielen Dank. Wenn es um ein internationales Kräftemessen geht, wie die Befürworter ja des Umbaus immer behaupten,
Warum suchen Sie sich dann nicht eine Disziplin, in der Sie stärker sind als die Konkurrenz? Und noch eine Frage stellt sich mir, wie bitte soll die Deutsche Welle denn mehr Reichweite erzielen, wenn gleichzeitig große Teile des Programms eingestellt werden? Das ist doch unlogisch. Wir sind unbedingt für eine Modernisierung. Aber hierfür müsste man ihre Alleinstellungsmerkmale stärken und eben nicht bestehende Modelle kopieren, die wenig mit den Kernkompetenzen der Deutschen Welle zu tun haben. Englisch ist die Sprache der globalen Entscheider, sagt der Intendant. Damit seien aber auch Vertreter der Zivilgesellschaft gemeint, wobei ich unter Entscheidern Leute verstehe, die in Positionen sind, auch entscheiden zu können. Wenn aber Vertreter der Zivilgesellschaft erreicht werden sollen, dann ist die Ausrichtung auf Englisch eben falsch. Denn deren Muttersprachen sind Deutsch, Rumänisch, Farsi, Hausa, Amharisch, Kiswahili und viele mehr. Und wieso sollen diese Sprachen keine Reichweite haben? Die Androhung der Intendanz, bis auf den englischsprachigen alle Fernsehkanäle zu kürzen und 10 Sprachen zu streichen, ist aus vielen Gründen schlimm. Vor allem aber empört sie mich als Mitglied dieses Hauses. Denn wir sollen damit erpresst werden. Und die Geiseln der Erpressung sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auf deren Rücken wird dieser Konflikt ausgetragen, und das ist unanständig. Die Demos, die Eintritte bei Reporter ohne Grenzen, die offenen Briefe im Fahrstuhl der Deutschen Welle, sie alle zeigen, die Mitarbeiter lassen sich diese Drohung nicht länger bieten, und wir, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sollten das auch nicht tun. Wir von Bündnis 90 Die Grünen haben in unserem Antrag Vorschläge für eine zukunftsgerichtete Deutsche Welle gemacht. Wir setzen uns für die Stärkung der Vielsprachigkeit ein, weil genau das nämlich das Alleinstellungsmerkmal ist und damit die Konkurrenz zur BBC natürlich viel, viel besser ist. Also wir fordern, dass die Deutsche Welle insgesamt reformiert wird und damit der Sender für die Zukunft einen klaren Auftrag bekommt, nämlich das, was er machen soll und auch das, was er nicht machen soll. Wir sind dafür, den Etat zu erhöhen. Wir wollen, dass die Deutsche Welle für Demokratieförderung in der Welt steht und sich weltweit für Presse- und Informationsfreiheit einsetzt. Und zur Aufgabenplanung gehört im Übrigen auch eine transparente Personal- und Finanzplanung. Und wir fordern, dass die vielen festen, freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ja einen Großteil der Beschäftigten ausmachen, Festangestellten gleichgestellt werden, damit auch ihre Rechte im Personalrat vertreten werden. Zu China und der Kooperation mit dem Staatssender CCTV habe ich jetzt noch gar nichts gesagt. Die Zeit ist abgelaufen, aber noch ein Satz dazu. Es sollte natürlich selbstverständlich sein, dass über Kooperation im Rundfunkrat diskutiert und entschieden wird. Denn mit einem Staatssender in einem Land zu kooperieren, das die Medienfreiheit nicht achtet, kann die Glaubwürdigkeit der Deutschen Welle massiv beschädigen. Surfer träumen ihr Leben lang von der perfekten Welle. Wir haben hier sicher kein Leben lang Zeit zum Träumen, und perfekt muss die Deutsche Welle auch nicht sein. Aber sie hat eine echte Chance verdient, auch eine gute neue Deutsche Welle zu sein. Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Bundesregierung erhält jetzt das Wort der parlamentarische